ist riesig. Es ist Montag, Gott sei Dank. Alles geht von vorne los. Ich habe hier wunderbare Kandidatinnen und Kandidaten, die ihr sowieso schon alle kennt. Denn alle, wie sie hier stehen, haben sie sich schon einmal in der Champions League gekocht. Und somit ein ehemaligen Treffen, kann man, glaube ich, so sagen. Und damit es auch gleich losgeht, würde ich mal sagen, nach unserem Motto, an die Töpfe, fertig, los. Toi, toi, toi. Wir starten ja normalerweise montags immer mit den Leibspeisen. Und heute ist es ein bisschen anders, denn wir haben tatsächlich ehemalige Kandidaten und Kandidatinnen, die ihre Kindheitserinnerungen auf den Teller zaubern, kochen und damit heute punkten werden. Und vielleicht auch noch was ganz, ganz Besonderes, denn es geht jetzt nicht darum, irgendwie weiterzukommen, auch wenn nächste Woche schon wieder eine Champions League, die letzte übrigens in diesem Jahr, ansteht, sondern es geht um den guten Zweck. Jeder von diesen wunderbaren Kandidatinnen und Kandidaten kann nämlich tatsächlich 1.500 Euro gewinnen, die er dann einem Verein, was auch immer jeder persönlich sich überlegt hat, spenden kann. Und das finde ich eine richtig, richtig tolle Idee. Und wir haben einen ganz, ganz tollen Juroren. Ich habe ihn schon sehr in mein Herz geschlossen. Er ist mittlerweile, gehört er einfach schon zur Küchenschlachtfamilie. Richard Rauch. Ich freue mich riesig auf den Tisch mit den Kindheitserinnerungen. Und vielleicht ist der ein oder andere Moment dabei, wo ich ein bisschen Gänsehaut bekomme, wo ich mich vielleicht auch in meine Kindheit zurückversetzen darf. Und warum die einzelnen Gerichte tatsächlich Kindheitserinnerungen haben oder Charakter haben, das werden wir jetzt mal auflösen. Oh, wie süß. Ja. Oh, das rockst du, Opa. Oh, ich meine, erstmal herzlich willkommen, erstmal Salvador. Ja, hallo. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Und ich meine, wenn man ihn so sieht, ne, dann kommt man ja nicht auf die Idee, dass er Opa ist. Du bist 43, ist das richtig? Ich bin 43 und bin stolzer Opa. Das glaube ich mir gerade. Ja, von unserem kleinen Oscar. Ist jetzt mittlerweile schon 8 Monate. Und erzähl oder verrat doch mal, was du dir heute so gedacht hast, wenn es um Kindheitserinnerungen geht. Also Kindheitserinnerungen. Ganz klar, erstes Gericht, Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer müssen her, war mein erstes Gericht. Mag ich gerne. Küchenschlacht, Kartoffelpuffer. Viel rumtelefoniert, was können wir machen? Ich sage, ja, Kartoffelpuffer würde ich gerne machen. Ja, da muss aber nur einfach Kartoffelpuffer, geht nicht, da muss schon noch was machen. Also gibt es Kartoffelpuffer, ein Dreierlei vom Kartoffelpuffer. Einmal mit Apfelmus, ganz klassisch. Dann eigentlich die Lieblingsvariante von meinem Vater mit Speck und Zwiebeln. Und dann die Variante meiner Kinder mittlerweile mit einer Karamellsoße. Hört sich ziemlich gut an. Dreierlei vom Reibeplätzchen, Kartoffelpuffer, wie auch immer. Du hast es zu Hause schon mal vorgekocht. Also Salvador, ich wünsche dir richtig, richtig viel Erfolg logischerweise und noch viel mehr Spaß bei uns in der Küchenschlacht. Ja. Und wir werden gleich noch mal so ein bisschen über mehr Details deiner Kindheit sprechen. Vorher gehe ich mal hier zu Lynn. Hallo Conny. Herzlich willkommen. Lynn ist heute sozusagen unser Nordlicht. Du kommst aus Lübeck. Das stimmt, ja. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Du hast schon erfolgreich hier Küchenschlachten geschlagen sozusagen. Ja. Und hast natürlich auch heute eine erste Sendung am Montag, Kindheitserinnerung, was Tolles mitgebracht. Ja, bei mir gibt es heute Polpette. Das sind so italienische kleine Hackbällchen. Also, weil ich denke, viele Kinder mögen das ja. Also ich war eines der Kinder. Und dazu gibt es Kartoffel-Sellerie-Stampf und die Polpette sind in einer Tomaten-Fenchel-Soße. Hört sich einfach lecker an. Auch du hast uns ein Foto mitgebracht und da können wir es sehen, wie du die nachher zubereitest und warum die ein bisschen anders sind als die klassische Frikadelle, wirst du uns dann noch verraten. Na klar. Jetzt sage ich erstmal viel Glück, toi, toi, toi. Dankeschön. Und schauen wir mal, was bei Pritam. Herzlich willkommen. Hallo. Was du dir
wenn es um Kindheitserinnerungen geht, so gedacht hast. Ja, ich habe indische Wurzeln, hast du ja schon gesagt. Mhm. Und, die kannst du auch nicht verleugnen. Ne? Genau, ne? Man sieht so ein bisschen. Nee, aber Süßkartoffelpüree, ganz klassisch in der indischen Küche mit Koriander. Dann Lamm- und Minzjoghurt gibt's. Das ist eher so aus der britischen Küche. Aber in Kombination, ja, yes, passt das ganz gut. Und das gab's früher immer. Ich habe das Lamm nicht gemocht als Kind. Aber inzwischen bin ich echt Fan groß, davon. Erwachsen, genau, verheiratet und magst genau auch Lamm. Ja, super. Da sehen wir auch noch mal ein kleines Foto. Super schön rosa gebratenes Lammkarree oder Kotelett mit der Kräuterkruste, Süßkartoffel und Minzjoghurt. Sieht super aus und ich glaube, du weißt auch, was du tust. Ja, ja, ne? Also von daher auch dir natürlich bestes Gelingen. Dankeschön. Silvi. Hallo auch Cornelia. Ein herzliches Willkommen. Danke. Silvi, was gibt's bei dir heute aus der Kindheit sozusagen? Bei mir gibt es heute eine Spaghetti Bolognese Art mit einem kleinen Beilagensalat. Die Spaghettis mache ich selber, Bolognese Art, aus dem Grund, weil ich keine Möhren und Sellerie verwende. Ah, okay. Wir gucken mal einmal, wie es auf dem Foto aussieht. Genau. Da sehen wir es. Also auf den ersten Blick natürlich nicht zu erkennen. Bolognese Art. Man sieht natürlich hier heute auch, dass wir schon sehr, sehr ambitionierte Hobbyköche am Start haben. Ich allein schon sehe, wie professionell du die Zwiebel schneidest. Das ist natürlich schon ganz weit fortgeschritten. Also ich bin ja auch der festen Meinung, jeder, der gerne isst, kann kochen lernen. Und ich meine, der Umgang mit dem Messer, das ist natürlich einfach eine Übungssache. Richtig. Josef. Das ist dein Motto. So gut schmeckt es nur bei Josef. So schaut's aus. Josef, erzähl mal. Ich fand es lange sehr, sehr spannend, was du aus deiner Kindheit heute mitbringst. Ja, ich koche heute für euch das fränkische Hochzeitsessen. Das ist bei uns in Franken Tradition, wenn größere Feierlichkeiten anstehen, dass da Meerrettich mit Rindfleisch und Nudeln gemacht wird. Im Vorfeld natürlich hat man ein anderes Rindfleisch, richtig Suppenfleisch und alles dabei, wo man 3 Stunden lang kochen muss, dass das auch fertig ist. Rindfleisch in 35 Minuten zu kochen, ist sicher eine richtige Herausforderung und eine Challenge. Erstens einmal, dass man das richtige Stück Fleisch verwendet, dass es auch saftig ist und dass das dann auch zur nötigen Zeit, zur richtigen Zeit auch durch und durch schön mürbe ist und auch weich ist. Du machst jetzt hier erstmal klassisch deine Meerrettichsoße und du musst uns nachher, da komme ich gleich nochmal vorbei, erzählen, wie du nämlich das Problem des eigentlich so langen Garens löst. Das erzählen wir nachher, das, oder? Das erzählen wir nachher, das machen genau wir immer vor der Werbepause so. Also Josef, viel, viel Glück. Danke. Genevieve. Ich finde, es ist ein unglaublich schöner Name. Den kann man so, Genevieve. Das hört sich so ein bisschen nach französische Chanson an. Ja. Oder? Ja. Sehr schön. Du hast etwas sehr Schönes mitgebracht. Erzähl mal. Ich mache ein Kamiau im Bierteig mit einer Gemüsebrunoise im Tomatensucco und Petersilienkartoffeln. Vorstellen. Wir haben ein kleines Foto, da sieht man diesen tollen gebackenen Kabeljau. In einem Bierteig wird er gebacken. Ja. Aber erzähl mal, wie du drauf gekommen bist, weil das fand ich nämlich so schön. Du hast dir dieses Gericht ausgesucht aus einem bestimmten Grund. Ja, meine Eltern hatten ein Restaurant, mein Vater hat gekocht und da gab es jeden Tag ein Tagesgericht und das war mein Lieblingsgericht. Und was ich noch lieber hatte, war hinterher nur der Bierteig ausgebacken ohne Fisch, weil das immer so schön knusprig war. Ja. Also hört sich auf jeden Fall logisch an und sehr, sehr, sehr lecker. Bierteig ist so ein bisschen tricky. Ja. Das, aber da du ja Erfahrung hast und das von deinem Vater sowieso gelernt hast, werden wir da gleich mal drüber sprechen, würde ich sagen. Ich denke, ich kann. Sehr gut. Auch dir viel Erfolg. So, jetzt gucken wir hier noch mal bei dem jungen Opa vorbei.
Was hast du jetzt gemacht? Du hast, hast du eine bestimmte Kartoffelsorte dir gewünscht? Ich habe eine mehlig kochende Kartoffel, ganz klar für die Kartoffelpuffer, einfach um die Bindung zu kriegen. Mhm. Es ist ja oft das Problem bei der Kartoffel, dass die ziemlich schnell anläuft und dunkel wird. Du hast es gelöst, indem du ein bisschen geriebene Zwiebel, glaube ich, reingegeben Richtig, hast, genau. Ne? Ich habe eine Zwiebel reingegeben, einfach um das Oxidieren, einfach die Farbe beizubehalten. Ne? Wie kriegst du die Bindung jetzt rein? Gibst du noch mal Mehl oder Eier dazu? Ich habe Eier gegeben, einen Löffel Mehl. Jetzt sehe ich, das ist vielleicht noch ein bisschen feucht. Kommt noch ein kleiner Löffel Mehl dazu, dass ich eine gute Konsistenz kriege. Wichtig bei den Kartoffelpuffer, dass sie draußen knusprig sind, drinnen aber auch schön durchgegart sind. Ich finde es auch kleiner besser als wie zu groß. Also dann sind sie auch mehr, hat man mehr von dem großen, knusprigen. Kartoffelpuffer, wie auch immer, die müssen außen knusprig sein, aber innen schon auch so ein bisschen zart, fluffig. So, genau. Oder? Deswegen nicht ganz so dünn. Also das muss die Mischung stimmen zwischen dünn und dick. Ne? Ja. Das ist wie... Aber du hast hier schon auch viel zu tun, ne? Also nebenbei noch Tee, so ein Dreierlei ist halt, ne? Ja, aber gut, ich meine, du bist jetzt auch kein Anfänger mehr, das muss man einfach mal sagen. Jawohl. Ne? Von daher haben wir jetzt nicht so richtig Mitleid. Also Karamellsößchen, Apfelmus gibt's dazu und dann noch die salzige Variante mit Speck und Zwiebeln. Richtig? Sehr gut. Also ich bin sicher, dass Richard gleich dahin schmelzen wird. Zwiebeln sind auch schön scharf. Lynn. Ja. Erzähl mal, wir haben gerade also Frikadellen, Buletten, Fleischpflanzerl, es gibt ja 1000 Ausdrücke in allen verschiedenen Bundesländern. Du hast sozusagen die italienische Variante gewählt, Polpette. Genau, heißen richtig. Sie. Die sind aber ein bisschen anders abgeschmeckt, oder? Genau, ich habe doch Parmesan in die Hackmasse gegeben, Petersilie und Fenchelsamen, die ich zermahlen habe, frisch. Und dann auch ein bisschen geräuchertes Paprikapulver, also so ein bisschen mehr Gewürz, als wir selber für die deutsche Bulette kennen. Also die Fenchelsamen riecht man super, super schön. Die machen es natürlich auch unglaublich gut verträglich und bringen so eine schöne, fast so eine Anisnote mit rein, was halt toll ist. Genau, und die unterstütze ich, indem ich nachher mein Fenchelgemüse auch nochmal mit Anislikör ablösche. Wie sollte es anders sein? War das denn in der Kindheit auch schon so, dass da deine Mutter mit Anislikör... Ja, es ist natürlich so, dass Alkohol ja verdunstet. Ne? Also meine Mutter hat auch keine Rücksicht auf Gewürze genommen. Sie hat gesagt, ich koche nur einmal. Es wird so gewürzt, wie wir Erwachsene es essen. Und ich habe mich da ganz schnell eingefunden. Und du bist auch ganz gut gelungen. Danke. Da sieht man dich jetzt mal als Kind. Ja, immer schon gern gegessen und beim Backen geholfen und beim Kochen. Genau, und da war ich so 3,5, 4 knapp. Genau. Oh. Gibt es von dir eigentlich auch ein Kindheitsbild? Ich denke. Ja, haben wir hier vom Salvador auch noch ein Bild aus der Kindheit? Ja, ne? Wollen wir einmal sehen, wie der ausgesehen hat. Das ist wie mein Oscar, ne? Ja, das können wir jetzt ja noch nicht sagen, ne? Aber gibt es ein bisschen in Ähnlichkeit, Oscar und du? Mit meiner großen Tochter, also mit meiner anderen Tochter tatsächlicherweise. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, weil das ist ja auch so, aber wenn man Babybilder vergleicht, da sieht man viel mehr noch die Ähnlichkeiten. Von daher, also Lynn, ich sehe schon, jetzt hast du abgelöscht mit dem Anislikör. Genau, das jetzt ein nebenbei reduzieren. Lässt du die Kartoffelchen da kommen. Genau, mit dem Sellerie. Ach ja, genau, Kartoffelselleriestampf war genau. Das. Sehr gut. Wow, schon soweit? Ja, läuft gerade. Läuft gerade? Ja, ihr seid ja alle cool und erfahren. Peter, erzähl mal, du hast deinen Lamm angebraten, das hast du jetzt hier im Ofen. Kann man sehen, 200 Grad, also ruhig schon ein bisschen Temperatur. Ich zeige es dir mal einmal. Du hast hier auch, da sind sie. Die Schwierigkeit ist halt, dass wirklich am Knochen dann auch den gleichen Garpunkt hat wie draußen am Fleischrand. Und da braucht man dafür ein bisschen Zeit. Also auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der Kruste oben noch drauf. Du hast die Lammkoteletts, Lammkarrees angebraten. Ja, und dann hast du hier diese Kräuterkruste gemacht. Genau, ein bisschen mit Senf bestrichen, zweimal, das gibt damit das so ein bisschen ins Lamm zieht. Und dann ist eine Kräuterkruste aus Basilikum, bisschen Thymian, Petersilie, Parmesan und Semmelbrösel. Das hast du alles zusammen gemixt, deswegen auch die schöne grüne Farbe. Genau, Parmesan zum Schluss. Wenn man versucht, alles einzeln zu hacken und dann nur noch mischt, dann kriegst du nicht die Farbe. Ja, ja. Wenn man es richtig schön, die Brösel... Kann Toastbrot sein, kann Semmelbrösel sein, wirklich mit den Kräutern zusammen fein mixt, dann wird es auch so quietschgrün und sieht natürlich dann einfach auch nochmal total frisch und appetitlich aus. Aber du hast hier jetzt nur ein bisschen Parmesan drin, keine Butter, oder? Nee, da ist keine Butter drin. Mhm.
Da ist ein Semmelbrösel und Parmesan, das gibt dann die Bindung. Ja, und jetzt werden die Agani langsam vor sich hin. Und die die Kruste obendrauf, die wird auch ein bisschen knusprig, oder? Genau, die soll knusprig werden. Okay, ja. Rita, ich habe auch von dir ein Kinderfoto. Darf ich das zeigen? Ja. Ja? Ja. Das ist deine Schwester daneben, das ist ne? Meine Schwester, genau, meine Mama. Ja. Und es gibt leider kein Foto, wo ich selber koche, aber ich habe halt schon mit frühen Jahren zugeguckt. Wenn man es als Kind einfach schon vermittelt kriegt, genau. Das können die einfachsten Sachen sein, dann kriegt man selber Spaß am Kochen und vor allen Dingen merkt man auch, wie lecker frisch und selbstgekochtes Essen das ist. Auf jeden also das ist, finde ich, irgendwie das Thema. Also, super. Sebi, du hast hier wirklich... sind gelungen, ne? Ja! Oder? Bin begeistert! Richtig tolle, selbstgemachte Spaghetti, die natürlich nicht lange brauchen. Nee, nee. Spaghetti? Wäre Premiere jetzt in der Küchenschlacht. Bei Bandnudeln macht jeder Spaghetti. Ist natürlich gute Spaghetti zu kochen und zu machen eine Herausforderung. Sauce Bolognese. Schon sehr viele gegessen, gute und wie auch schlechte. Also optisch sieht es schon mal sehr gut aus. Dankeschön. Ja. Ich hoffe, es schmeckt jetzt. Man muss ja eins dazu sagen, egal ob man eine Bolognese klassisch oder Italiener sagen ja Ragù alla Bolognese oder Bolognese Art kocht, die wird ja jedes Mal beim Neuaufwärmen immer leckerer. Ja, weil die zieht. Also, die braucht eigentlich ihre Zeit. Man kriegt die hin in 35 Minuten, aber am nächsten Tag schmeckt sie noch besser. Und? Was sagt der Fachmann, die Fachfrau? Ich finde, sie ist sehr, sehr gut gewürzt. Zu viel? Nee, also ich finde nicht. Okay. Mag aber auch gerne kräftig. Tolle Gewürze, Kräuter, kommt alles sehr, sehr schön raus. Dann hat sie die Frische von der Tomate. Und natürlich auch so ein bisschen den Rotweingeschmack. Es ist ja eine Weinfleischsoße, Ragu. Also geschmacklich finde ich sie sehr lecker. Dankeschön. Sehr gut. Sebi, auch von dir haben wir natürlich ein kleines Kinderfoto. Oh, ja. Das zeigen wir jetzt mal. Da bin ich mal gespannt. Ah, ja. Auch wie süß. Genau, das war nach einem Nachtangeln von meinem Vater. Der kam ja mit seiner ganzen Beute morgens nach Hause und zwei der Hechte haben mein Bruder und ich da genau in der Hand. Sehr süß. Super. Josef, was macht unser Hochzeitsessen? Perfekt. Perfekt? Perfekt. Bin gut dabei. Du musst jetzt mal das Geheimnis verraten. Mein Geheimnis, ich verrate euch. Ja, du hast viele Geheimnisse, das ist klar. Aber das Geheimnis dieses Gerichtes, weil eigentlich ist es ja wirklich gekochtes Rindfleisch, was, wie du selber gesagt hast, mindestens 3 Stunden Zeit braucht. Richtig. Jetzt hast du es aber anders gelöst. Richtig, für die Küchenschlacht habe ich das heute mal anders gelöst. Ich habe mir Rinderlende bestellt und die Rinderlende wird 1 bis 1,5 Minuten durch die Brühe gezogen, dann ist die fertig und schmeckt. Und sieht hinterher aus wie Rindfleisch mit Meerrettich. Also die Optik ist die gleiche, der Geschmack ist exzellente. Im Grunde genommen, so wie wir es kennen, vom Tafelspilz, gekochte Rinderbrust und so weiter. Und du ziehst es wirklich nur kurz durch und es ist super zart und saftig. Genau, so ist es. Der also die Schnellvariante eines Tafelspitz eigentlich. Ja. Der hört sich doch super an. Vor allen Dingen wollen wir ja sowas auch für schnell mal eben mittags oder auch abends, egal. Darf ich mal deine Meerrettich, wieso ist die so gelb? Das kommt von der Soße, von der Rinderbrühe, ne? Genau. Mhm. Aber der Geschmack ist super. Ein bisschen scharf. Das finde ich bei dir so toll, dass es dir auf jeden Fall nicht an Selbstbewusstsein fehlt. Schmeckt super. Sie schmeckt wirklich super. Sie ist für meinen Geschmack einen ganz kleinen Tick zu dick. Ich würde entweder gleich noch ein bisschen Milch, dann wird sie auch heller. Aber das ist ja eine Meerrettich-Gemüse, mehr oder weniger. Das muss schon ein bisschen Konsistenz haben, dass das nicht von der Gabel runterrutscht, wenn man das Rindfleisch oder die Nudel dazu isst. Dann will ich mich nicht weiter einmischen. Also das ist fränkisch. Ja, genau das ist mein Problem. Da kenne ich mich nicht aus. Ja, in der fränkischen Küche. Also ich sehe schon, du hast alles unter Kontrolle. Josef, gibt es denn eigentlich von dir auch ein Bild aus der Kindheit oder hattest du keine?
Meine Kindheit war super, aber bitte keins. Ewig jung geblieben, ewig jung geblieben. Also Josef sah eigentlich immer schon so aus wie heute. So, jetzt gucke ich noch mal schnell zu Genevieve. Wie sieht's aus bei dir? Also den Fisch habe ich jetzt rein, das wird passen. Ja, das sieht doch super aus. Sehr, sehr gut. Hier und ist dein Bierteig. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, im Grunde genommen hast du nur ein bisschen Mehl mit Bier. Hast du Ei drin in deinem Teig? Nein. Nur das, Eiweiß, ne? Der Eiweiß am Ende. Ich habe Mehl, ein bisschen Butter zerlassene, Salz und Bier, ein bisschen Wasser, dass es die richtige Konsistenz hat. Und am Ende ein Eiweiß. Ja, dass er nämlich auch nicht zu dünn ist, weil dann läuft er nämlich runter. Aber Genevieve, ich muss es einfach kurz sagen, es gibt auch von dir ein Kindheitsbild. Darf ich es zeigen? Oh. Sehr süß. Sehr süß. Also ich sehe schon, es läuft alles hier perfekt. Dein Fisch ist in dem backt aus, im Fett sozusagen. Dazu diese schöne Soße. Oh, die mache ich, möchte ich auch noch mal einmal probieren. Ich bin da noch ein bisschen am Arbeiten. Letzten zwei Minuten. Ihr könnt alle langsam schon mal oder schnell auch über das Anrichten nachdenken. Soße finde ich super. Ich würde ganz bisschen Salz noch machen. Salz, ja. Und ansonsten sehr, sehr gut. Ich finde, sie machen bis jetzt alle hier noch einen relativ entspannten Eindruck. Lynn ist schon dabei anzurichten. Sehr schön. Das sieht einfach lecker aus. Ich hoffe, es schmeckt auch. Einfach ein bisschen. Salvador, jetzt musst du Gas geben, ne? Ach, hier Gürtchen gibt es auch noch dazu. Oh, hier, Josef, aber dein Fleisch muss jetzt mal schnell durch die Brühe. Ist schon drin. Ach so, super. Alles klar. Schau mal hier. Genevieve, nicht, dass der Fisch dir hinterher zu trocken wird. Das darf noch ein bisschen brauner sein. Ja, das ist schon die letzte Minute. Das sieht aber gut aus, das Lamm. Hast du die richtige Temperatur drin? Hoffen wir. Das kann ein bisschen blöd sein. Das nimmst du die äußeren Stücke. Ja. Beide Gerichte freue ich mich sehr auf das Lammcurry. Das ist für mich jetzt ein sehr kreatives Kindergericht, aber das kann richtig gut sein mit dem Minzjoghurt. Spaghetti mit Sauce Bolognese, ein Alltime-Klassiker in meiner Kindheit auch. Und ein bisschen schwieriger wird es auf jeden Fall haben, das Rindfleisch mit Meerrettichsoße und Preiselbeeren, verstehe ich nicht ganz, aber ich lasse mich sehr überraschen. Lynn, da stehen sie, deine tollen Polpette. Bist du zufrieden? Schmecken sie so wie aus der Kindheit? Also ich finde, die Polpette sind mir gut gelungen. Also die Konsistenz ist super geworden. Sie sind nicht zerfallen in der Pfanne. Das finde ich immer ganz schwierig. Mit der Soße habe ich so ein bisschen hadern müssen. Also es war so ein bisschen erst zu süß, dann zu salzig. Also da bin ich gespannt. Und vielleicht ist das der Stampf doch ein bisschen püreeartig geworden. Aber sonst geschmacklich finde ich es in Ordnung. Josef, da steht dein Hochzeitsessen. Erzähl mal, alles gelungen? Alles gelungen. Die Nudeln sind perfekt geworden, die Meerrettichsoße durch die Rinderbrühe, Idee dunkel, aber geschmacklich hervorragend. Und das Rindfleisch mit der Garmethode, Sensation. Sebi, Spaghetti nach Bologneser Art mit einem kleinen Beilagensalat. Genau. Erzähl. Ja, meine Spaghetti, die Bolognese, alles super geworden. Der Beilagensalat, da habe ich leider vergessen dazuzustellen. Er war schon lange fertig, stand hier. Und im Rahmen der ganzen Töpfe, du warst ja so lieb, hast ihn noch nach vorne gestellt. Ich habe ihn trotzdem übersehen jetzt in der Hektik, in der, weißt du was? In der Aufregung. Ich verrate dir was. Weil es heute um guten Zweck geht, werden wir den Salat gleich noch dazustellen. Oh, das wäre super. Ja?
Genevieve, da steht der wunderbare gebackene Kabeljau mit dem Tomatensuppe, Gemüse, Brunoise und Petersilienkartoffeln. Ja. Ich bin zufrieden mit meinem Gericht. Den Bierteig ist mir gut gelungen. Ich hoffe jetzt, dass es beim Stehen nicht weich wird und knusprig bleibt. Den Sugo ist mir auch gut gelungen. Die Petersilienkartoffeln bin ich auch zufrieden. Lammkarree mit Kräuterkruste, Süßkartoffel und Minzjoghurt. Alles fein? Ich habe am Ende ein bisschen gekämpft. Ich hoffe, das Lamm ich hab's gesehen. Ist noch. Ja, das habe ich nicht ordentlich durchgeschnitten bekommen. Und ich hoffe, vom Garpunkt ist es noch blöd. Oder medium rare oder irgendwie sowas. Ja. Ja, aber ansonsten Süßkartoffelpüree, Minzjoghurt. Alles fein. Alles fein. Dreierlei vom Kartoffelpuffer. Salvador, so geworden wie zu Hause? Also, mir schmeckt's. Das Apfelkompott ist okay. Der Kräuterquark, die Zwiebeln, der Speck, die Karamellsoße, so wie es meine Kinder lieben, so wie ich's liebe. Ja, und jetzt dürfen wir ihn begrüßen, unseren Juroren Richard Rauch, der die Kindheitserinnerungen probieren darf. Alles für einen guten Zweck ist, den darfst du noch mitnehmen. Und den darfst du zu der Spaghetti Bolognese Art stellen. Ja, wunderbar. Gern. Kindheitserinnerungen, wunderbares, schönes Thema. Kabeljau und Bierteig mit Gemüsebrunoise, Tomatensugo und Petersilienkartoffeln. Knusprig. Saftig. Wenn er auch noch schmeckt, dann hätten wir alle drei wichtigen Teile erfüllt. Ein bisschen das Salz fehlt. Tomatensuppe mit Gemüsebrunoise, sehr, sehr fein abgeschmeckt auch. Auch beim Kabeljau mit Bierteig, auch knusprig, er ist überhaupt nicht fettig, er ist saftig. Vielleicht die nötige Prise Salz oder der Mut zum Würzen fehlt mir jetzt ein bisschen. Die Kartoffeln, gekocht sind sie auf jeden Fall. Auch mit dem Sugo ein paar extra angerichtet, finde ich schon nett. Ordentlich ehrliches Gericht, wo man sich so leicht so rein schmiegen kann, finde ich jetzt sehr, sehr gut. Vielleicht die Prise Salz, nachsalzen kann man immer, aber ansonsten ein guter Start. Lammkarree mit Kräuterkruste, Minzjoghurt und Süßkartoffelpüree. Garpunkt ist jetzt medium rare, ein Punkt da drinnen. Draußen ist es ein bisschen mehr. Schauen wir, ob es gut gewürzt ist einmal. Die Kräuterkruste ist schön draußen grün, schöne Farbe. Butter, weich, wirklich Wahnsinn. Auch geschmacklich. Sehr, sehr gut abgeschmeckt, das Fleisch. Auch fein ausbalanciert. Die Kräuter kommen gut vor, also schmeckt man gut raus. Das Süßkartoffelpüree dazu.
Mhm. Mit Koriander drinnen. Schön passiert. Nicht klumpig, muss ich sagen. Dieser Joghurt. Minzdip mit der Zitronenschale oben auf. Mhm. Macht das ganz, ganz leicht, das Gericht. Wunderschöne Harmonie. Joghurt, Minzjoghurt mit dem Lammkarree, Süßkartoffelpüree. Gut abgeschmeckter, gutes Gericht und guter Start auch, finde ich. Spaghetti mit Sauce Bolognese Art und Beilagensalat. Finde ich ganz, ganz nett. Extra noch ein Zucker angerichtet. Spaghetti. Selbst gemacht. Da sieht man schon, dass es frische Pasta ist. Mhm. Ein bisschen trocken im ersten Moment, aber für das ist das Schälchen hier. Sehr raffiniert abgeschmeckt, die Bolognese. Auch sehr würzig, ein bisschen Schärfe, pfeffrig oder ein bisschen Chili ist auf jeden Fall drinnen. Fein ausbalanciert, auch die Nudeln, wie fein die sind. Super schöne Handarbeit, also gut gemacht. Nicht nur geschmacklich, sondern auch handwerklich. So, der kleine Beilagensalat. Ja, wenn meine Oma auch in der Kindheit schon Salat abgemacht hätte. Richtig gut, also raffiniert. Auch ein Öl wurde da verwendet, kein klassisches Olivenöl, eher so ein nussiges Öl. Finde ich jetzt ganz, ganz gut. Auch sehr, sehr stimmig, ein bisschen fruchtig ist der Salat. Auch wenn es nur ein Beilagensalat ist, aber schmeckt richtig gut und richtig fein. Polpette mit Tomaten-Fenkelsauce und Kartoffelsellerie-Stampf. Die kleinen Fleischkügelchen verschierten. Mhm. Mit dem Tomaten-Fenkelsauce. Mhm. Auch sehr elegant abgeschmeckt. Da ist auf jeden Fall Zimt drinnen. Sehr, sehr fein im Geschmack. Auch der Kartoffel-Sellerie-Stampf. Sellerie kommt sehr fein raus. Auch gut abgeschmeckt. Mit den Stückerl drinnen, mit dem Sellerie, den spürt man auch schön. Die Konsistenz von den kleinen verschierten Kugeln ist ein wenig, schauen wir uns das andere an, ein bisschen trocken, aber das kann manchmal auch daran liegen, wenn man zu wenig fettes Fleisch reingibt ins Verschierte, dass sie gern trocken wären oder auch zu lange gegart. Aber dafür sind sie auch sehr, sehr herzhaft abgeschmeckt. Mit der Tomaten-Fenkelsauce funktioniert das sehr, sehr gut. Und ja, ehrliches Gericht, wirklich ehrliches, schmackhaftes Gericht vor allem und auch gut abgeschmeckt. Also wirklich fein. Fränkisches Hochzeitsessen, Rindfleisch mit Meerrettichsoße, Preiselbeermarmelade und Bandnudeln. Das Rindfleisch ist eine Herausforderung in dieser kurzen Zeit, das richtige Fleisch zu wählen, dass es auch mürb wird. Ist auf jeden Fall, es war jetzt nicht so zäh zum Schneiden, die Meerrettichsoße dazu. Mhm. Also für mich wirklich große Überraschung, dass man es in der kurzen Zeit hinbekommt. Auch mit dieser Meerrettichsoße, sie ist wohl ein bisschen dicker, aber ganz, ganz fein mit dem Crème abgeschmeckt, also Meerrettich.
Mhm. Die sind auch hausgemacht, sieht man. Die Bandnudeln, oder? Ja. Und die Preiselbeeren isst man da wirklich dazu? Das ist für mich jetzt neu. Ja, war für mich auch neu. Okay. Gott sei Dank. Oh, die sind also so lauwarm. Funktioniert. Fleißaufgabe ist ganz okay. Für mich die größte Überraschung, dass das Fleisch wirklich zart ist. Trotzdem ein bisschen leichten Biss mit der Meerrettichsoße. Wirklich geschmacklich, ehrlich und gut gekocht. Auch ja, schon ein bisschen so Mutti-like oder Oma-like. Aber es ist ehrlich und gut gekocht. Und was will man mehr bei einer Kindheitserinnerung, wenn es so funktioniert? Dreierlei Kartoffelpuffer mit Apfelkompott. Die zweite Kombination mit Speckzwiebel, Kräuterquark. Das wäre die, okay. Und einmal mit Karamellsoße. Auf jeden Fall, sie sind super knusprig, das habe ich schon beim Anstechen jetzt gemerkt. Goldbraun gebraten, diese Kartoffelpuffer. Dann ein bisschen Zwiebel drauf und den Kräuter topfen. Man hört es ja schon, richtig knusprig, groß. Gut abgeschmeckt. So, und jetzt werden wir die Süßen probieren. Also ist die gleiche Masse einfach dann nur mit anderer Beilage, oder? Genau. Apfelkompott. Schöne Säure, ein bisschen Vanille ist dabei. Auch Zimt. Gut abgeschmeckt. Und die Karamellsoße mit Puffer. Probieren wir die Kombination jetzt noch. Mhm. Konsistenz ist gut von der Karamellsoße. Hat irgendwie einen ganz leichten, butterigen, lustigen Geschmack. Also nicht störend, aber für mich jetzt ein bisschen fremd im ersten Moment. Aber trotzdem finde ich jetzt die drei Kartoffelpuffer, erstens die Kartoffelpuffer sind perfekt gebraten. Und in der Dreierkombination finde ich cool, also das Apfel mit dem Quark und mit der Karamellsauce. Gericht, was einfach Spaß macht. Die größte Überraschung für mich und auch sehr ausschlaggebend war dieser kleine Salat, den was du mir rübergegeben hast oder was ich mitgenommen habe, die Spaghetti und der Sauce Bolognese Art. Stimmig, unkompliziert und für mich auf jeden Fall eine Kindheitserinnerung. Auch die Kartoffelpuffer, ohne Kommentar, sehr fein. Kabeljau mit Bierteig, auch wenn da vielleicht die Prise Salz noch fehlt, aber die Woche hat erst begonnen. Weiter. Für mich auf jeden Fall jetzt einmal das Lammkarree weiter. Geschmacklich war es am Punkt. Für mich eine doch Kindheitserinnerung, was mich jetzt ein bisschen mehr berührt und was auch vielleicht schon optisch in diese Richtung geht und vielleicht auch die größte Überraschung ist, weil es trotzdem gut gedünstet ist, die Soße ist sehr gut, die Bandnudeln dazu mit den Preiselbeeren. Es ist für mich so oldschool und es ist für mich ein Paradebeispiel für eine Kindheitserinnerung. Wir nennen es auch das Hochzeitsessen weiter. Ja, liebe Zuschauer, so schnell geht der erste Tag der Küchenschlacht vorbei. Morgen geht's weiter um den guten Zweck und Rezeptetausch. Es wird richtig spannend. Wir sehen uns morgen 14:15 Uhr im ZDF. Tschüss.